Gut, dann bauen wir jetzt das Filmsetting auf. Hier kommt natürlich ein Mic hin. Für die Dame, die sich da hinpackt. Na gut, das ist jetzt schon ein bisschen... Ich hoffe, der wird nicht vom Auto überfahren. Da die beste Position so. Ja, eigentlich schon. Oh ja, das ist perfekt so. Sieht man das Ausmaß. Der Kamera dann. Warum haben die denn alle so einen Dings im Arsch? Können die nicht selber stehen? Ist ja richtig ätzend. Ja, dann hier voll die Fake-Filmarbeiten. Hallo. Oh, du gehst mir jetzt schon auf die Nerven, Alter. Okay. Na gut, machen wir das mal ein bisschen schöner hier. Ein bisschen, ja, so. Okay. I can feel you flowing through my veins, taking every part, there's no escape, 'cause I can't deny all of these feelings buried deep inside. I'm out of reasons and I don't know why I ever even tried to put up. Na gut, muss ich nochmal umbauen, weil ich das später wieder finde. Müssen wir natürlich auch erstmal den Greenscreen ordentlich beleuchten. Das ist das A und O. Und das A auch. Also nicht völlig optimal. Passt aber soweit. Mehr oder weniger. Da kann man die auch von hinten beleuchten. Nee, das funktioniert zum Beispiel nicht.
lost you just the same. Jolie, I ain't about to go astray. It's too late. So, damit die Ische hier ein bisschen beleuchtet ist. Und man sieht, wenn die übergemalmt wird. Bisschen hell. Hallo? Bisschen dunkler, so. La 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 la. I'd rather be alone. See my friends and loved ones just a moment at a time. Some wild abandoned world, my home. Nothing I do. Fliegt das Ding? Oh. So. Jetzt schmeißen wir hier noch ein Kabel mit dazu. Na, meinetwegen. Das ist nice. So, und jetzt können wir das Set ein bisschen krasser beleuchten. Kann man nicht ausmachen, ne? Na, nur ohne. Na gut, ist vielleicht gar nicht so wild. Dann können wir ja ein paar Scheinwerfer hier hinstellen. Dann aber in die Richtung drehen, wo man nicht sieht, dass sie nicht an sind. Machen die einfach aus. Ja. Ah ne, halt, das Set ist schief und die Dinger sind gerade. Oder? Habe keinen Knick in der Optik. Danke für dein Horstkristall, dankeschön. Bombe. So.
Jetzt wieder noch einen von oben drauf. Dann haben wir es auch. Ja, nice. Ich bin endlich glücklich. Das freut mich für dich. Hättest du mal vorher reingeschaut hier. Und Manu, moin. Ja, vielen Dank. Schön, dass du auch mal reinschaust. Hi. Ja, du hast mich vorhin da so angetriggert. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, gibt es hier dieses Studio DLC? Habe ich mir das gleich gegönnt und ich stehe ja sowieso auf sowas. Und das macht echt Laune. Ich sitze jetzt hier auch schon 2 Stunden. Und sonst ist allgemein noch ganz schön leer. Will aber so eine Studiotür bauen. Auch mal reinschaust, du weißt ja wieder, das ist ja natürlich. Lurks ab und zu mal, ich weiß. Aber jetzt auch bei Planet Coaster mal. Und? Ja, danke. So Stadtszenen mag ich sowieso. Und da gibt's halt so viele Dinger gerade. Und das Beste. Hammer, oder? Und dann resettet sich das so, alles wieder auf Anfang, bla bla. So, zack, und das Auto weg, tschüss. Okay, das ist noch nicht getriggert. Oh doch, warte mal, vielleicht kriegen wir eine von mit dem Zug ausgetriggert. So. Das ist die Ische da vorne. Oh nein, er hat nicht getriggert. Dort, triggert noch, oder? Jetzt. I like that. Jetzt müssen wir mal gucken, weil der Zug noch nicht beendet ist. Lieber nicht da hinten drüber hinausfahren. So. Gut. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal. Ist doch schon mal was. So, können wir noch irgendwo ein Straßenschild platzieren? Einfach so. Weil ich lustig bin. Oh. Das ist ein bisschen Dusch da. Kommen wir so im Pseudoschild halt, dass man das hier einfach so nicht sieht. Aber an deinem, hier. Dschungelflussfahrt, da saß du ja auch vorhin dran, da habe ich gedacht. Hab das vorhin angemacht, bin so aufgewacht, gucke es auf Tablet. Oh, Planet Coaster, perfekt. Nee, um Gottes Willen. Dann wären wir hier nicht erst bei 2 Stunden, dann wäre ich nicht so weit. Nein, das ist tatsächlich aus dem DLC. Die. So, Gebäude, da habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht reingetraut. Sowas kriege ich da überhaupt nicht hin. Hätte ich auch, glaube ich, überhaupt keine Lust zu. Muss ich sagen. Also, hier sind schon einige Szenen vorgebaut. Das ist ein Workshop, aber nee, das ist alles DLC, ja. Die anderen Häuser habe ich noch gar nicht getestet. Und hier sind halt schon so einige Sachen mit bei, so, ne? Aber das finde ich nicht so geil. So. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Achso, hast du ja auch ein paar Stunden dran gesessen, ne? Ich habe da nur mal kurz reingeguckt, bin dann wieder eingepennt, weil ich noch so müde war. Hatte das iPad noch die ganze Zeit laufen. Da warst du ja immer noch bei und dann, oh Gott, so detailreich und so habe ich nie gebaut. Und so ähnlich versuche ich das dann jetzt auch mal. Oh Gott, habe ich gerade. Huch. Ich habe gerade meine ganzen Bahn gelöscht, das wollte ich nicht. Wunder, da fehlt doch irgendwas. Aber jetzt versuche ich das auch mal so ein bisschen detailreicher. Weil so detailreich hier habe ich im Planet Coaster noch nicht gebaut. Ich eigentlich auch, aber irgendwie war ich immer so kreativlos. Da habe ich gedacht, so Film, damit kenne ich mich aus.
In Freizeitparks war ich noch nicht so oft. Also, dass ich das jetzt so frei nochmal bauen könnte. Aber so filmtechnisch, da kenne ich mich halbwegs gut aus und so und weiß, wie sowas aussieht. Und habe mich da jetzt einfach mal versucht, so. Hier auch so, dass hier so eine Tonangel hängt und welche Kabel und noch Ersatzreifen, falls beim Unfall mal irgendwie was abgenutzt wird. Ich glaube, den Boden muss ich noch ein Stück höher machen, ne? Der frisst sich mit dem Gras ein bisschen. Aber das Spiel geht wirklich viel, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist auch unglaublich hier jetzt, sowas hier. So kleinen Scheiß. Sowas habe ich noch nie, habe ich nie gemacht. Und bei Filmsets ist sowas natürlich ideal umzusetzen. Wir brauchen nochmal irgendjemanden, der irgendwas. Untätig? Ne, untätig ist er nicht. Ganz so viele Stunts und so. Guck mal, hier ist ein U-Bahn-Eingang. What the fuck? Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Huch. Ach, seht ihr, also für mich ist es wie mein Spiel. Es ist cool. Total. Und dann, so wie jetzt mit chilliger Musik. Normalerweise bin ich ja in Arma 3 Roleplay, vielleicht hast du es ja schon mal gesehen, tätig. Und das ist totale Abwechslung, ist total chillig. Du kannst hier bauen, dich unterhalten. Songrequests, wo das in anderen Spielen vielleicht gar nicht so richtig angebracht ist, wo das gar nicht richtig reinpasst. Na gut, hier ist es ein bisschen kacke geworden. Aber macht total Laune. Immer so, hab mir das schon zweimal vorgenommen, so ein bisschen detailreicher zu bauen und alles und nicht einfach so Wege und dann links und rechts Fahrgeschäfte. Habe ich es jetzt noch nicht hinbekommen. Ich habe es immer wieder versucht. Aber das ist so meins, das gefällt mir. Das Jurassic World Spiel. Jetzt hast du mich getriggert. Auch so ein Parkding oder? Guck mal, jetzt fährt hier der Zug lang. Und der triggert das dann. Also natürlich dann früher, das war jetzt einfach nur. Pam. Oh, nice, Alter. Das Wasser kommt noch gar nicht so zur Geltung. Ich muss den Hydranten noch besser ausleuchten. Von selben Entwickler, echt? Dann müssen wir doch mal. Oh Gott. Hallo? Oh, das wollte ich gar nicht. Habe ich irgendwas gemacht? Habe ich noch nicht. Gut. Puh. Mein Stream Deck hat sich verabschiedet, weil ich das normalerweise öfter brauche. Hatte das in Ruhemodus versetzt. Jurassic Park. Was? Oh, jetzt kommt Doppel R geschrieben. Ich glaube, den Trailer habe ich schon mal gesehen. Control, we're at the fence. Almost ready to re-engage power. Hey, hey, over here! Alles an den Film angelehnt, ne? Ja gut, Jurassic Park World. Ah, ja, ja. ACU building online. Rapid response unit deployed. Observe non-lethal protocol. Roger, Control, deploying non-lethal countermeasures. Control, we have eyes on the asset. Kommt da jetzt irgendwie nochmal, ich glaube, einen zweiten Teil von World oder ein neuer? Das ist natürlich nice. Stimmt, den habe ich aber schon gesehen, den Trailer. Stimmt, stimmt, stimmt. Was ist denn Jurassic World 2? Ja, okay. Jetzt kommt ein neuer Film, richtig, ja. Bla 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 bla. Aber ist jetzt. Was isst du gern? Da kann ich Antwort geben. Zu Klöße geh ich meilenweit. Na klar, es schmeckt mir